perfekt aufgehört. Heute in der Service Station. Die müssen wir wieder durchsuchen. Ich wusste, ich würde hier irgendwo einen CO2-Filter finden. Nicht, dass wir hier drin schon gewesen wären, ne? Gestern. Nicht, dass wir hier schon gewesen wären gestern. Hier sind wir schon komplett dutschgelatscht. Die Humpback Whale. Das Ding ist uralt. Nur was für Schnäppchenjäger. Man braucht noch Sauerstoffflasche und Atemmaske. Die hat keinen Filter. Ja, dann nicht mal eine Scheibe. Ach, deswegen ist die uralt. Okay. Und was mit dem Ding? Die 52er Mark. Ein Klassiker. Ein Klassiker, aber mit Riesenrabatt. Ey, jetzt haben wir drei Sachen auf einmal gehört. Wir haben doch hier schon alle kaputt gemacht. Ach, das ist der, der da hinten labert. Da. Die Stingray. Tauchzeit 90 Minuten. Hier sind wir richtig. Ganz schön weit oben. Irgendwie hat man sie da hochgekriegt. Ich muss bloß die Steuerung finden. Ich habe gelegentlich diese oder jene. Er sieht kein Stück besser aus als ich. Naja. Ich habe ihn kritisiert. Gib mir mal den Pfeil wieder, danke. Wer schläft denn hier? Ach, er schläft. Das sind etwas ganz Persönliches. Wie Liebesbriefe kommen sie direkt aus meinem. Haben wir nicht Gas? Null. Scheiße. Komm, wir lassen sie platzen. Bock drauf? Ich hab Bock drauf. Hoppla. Ach da. Na komm. Ist doch nicht erledigt! Das stimmt. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Aber ich sehe dich nicht. Doch. Seltsam. Na komm jetzt. Aua! Das Blöde ist, du kannst das Waffenwechseln hier nicht so toll machen. Du musst also eh festhalten die ganze Zeit. Oh. Ja, das kennt man noch alles. Ah, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ob man jetzt was anständig hört. Die Humpback Whale. Ja. Das Ding ist uralt. Richtig. Nur was für Schnäppchenjäger. Richtig. Man braucht noch Sauerstoffflasche und Atemmaske. So, und? Die hat keinen Filter. Und sagt jetzt DeWitt noch was? Oder sagt DeWitt jetzt nichts mehr? Die 52er Marco. Ein Klassiker. Aber die reinste Todesfalle. 28 tödliche Unfälle durch Kohlendioxidvergiftung. Und immer noch auf dem Markt. Aber stark runtergesetzt. Ah, jetzt passt das. Eben hat das nicht so gut gepasst. So, da haben wir eigentlich... Ich muss mal hier die Kaffeetasse auf die Seite schieben. So, wir müssten... Das ist wieder falsch. Wo ist er? Da ist er. Hat man da nicht 300 eben? Ach, egal. Nee. Krachmacher. Da. Die Stingray. Tauchzeit 90 Minuten. Hier sind wir richtig. Ganz schön weit oben. Irgendwie hat man sie da hochgekriegt. Ich muss bloß die Steuerung finden. Bonze? Wenn er jemand Wohlhabendes so bezeichnet, der entschlossen und kompromisslos ist, gut, dann passt das schon. Ihr habt mich überführt. Komm schon! Wovor läufst du weg? Das ist doof. Hey, du. Niemand hier? Wie es scheint, kann ich noch immer Patienten verschrecken. Psychologie. Soziologie. Gibt alle möglichen Theorien.
Ist ein Pfeil. Oh Gott! Wer hat das getan? Wie ein Glockenschlag. Nein, Lea! Darf nicht wahr sein. Komm her jetzt! Du steckst dich wie ein geistiger Primat. Du redest mit mir unter mir? Nein, da. Nee, auch nicht. Hallo? Da! Haben wir den Hut weggeschossen? Geht. Nee. Alles klar. So. Nee. Eins. Zwei. Eins. Sechs. Negativ. Hier gibt's auch keinen Eingang. Noch nicht. Aber wir waren da schon drin. Ich finde das faszinierend, dass jetzt alles neue Sachen wieder da sind. Oder einige Sachen wieder da sind. Nee. Doch nicht. Doch nicht. Was? Rausgesucht. So, egal. Hopp. Hopp. Ah, fast. Probieren wir nochmal. Welchen nehmen wir? Wieder. Geht nicht? Mist. Kann ich nach oben? Okay, alles klar. Also doch da runter. Boah, geht das schon wieder los? Hallo? Hallo? Schneller! Au! Nicht anschießen! Do not shoot me. Den Hebel wollte ich das letzte Mal schon betätigen, aber ich durfte ja nicht. Was haben wir denn da? Mann, schon wieder eine Schrot. Ich möchte keine Schrot. Nicht mit dem Spiel. Vermutlich ist hier irgendwo ein Schalter. Ach was, ehrlich? Vermutlich ist hier ein Schalter. Den haben wir schon gesehen, ich konnte nicht bewegen. Auf geht's. Gleich wird's laut. Uh-oh. Wo bist du hin? Ich bin hier. Geh da rein! Aufs Maul! Und nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Und! Zang! Und! Nein! Ich sehe, was du hier angerichtet hast! Nicht nochmal machen! Ey, ich brauch gleich echt die Schrot! Komm her jetzt! Oh. Nein! Warum lädt die immer so scheiße nach? Warum muss die immer den Dings... She's gone for good now. She knew her ticket to Rapture was a one-way proposition. You can warn people not to collapse a quantum superposition, but do they ever really listen? So ends the DeWitt Comstock line. Don't let your grief overwhelm you, sister. One could believe a mission is doomed to failure and wish sincerely that it wasn't. Ich glaub, ich nehm doch die Schrot. Like quantum superpositions have a tendency to collapse. Danke. So, Schrot, Schrot, Schrot. Was war denn das Fäßchen? Gibst du mir jetzt mal die Schrot? Danke.
Irgendwo ist noch einer. Du solltest dich verschämen. Da kommt er. Klingen die Ohren. Hallo. Einer fehlt. Eine fehlt? Zwei fehlen? Wo seid ihr denn? So leicht kommst du nicht aus dieser Sache raus. Ich weiß. Was will ich dreimal erzählen? Ach. Verkaufsautomat. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 41. Els Hildenkasten. Brauchen wir nicht. Eve. Ja. Und so ein Revolver. Das ist zu teuer. Nehmen wir noch ein Lockpit. Komm. Komm her, Schätzchen. Ich habe ein Traumangebot für dich. Hast du das? Du stehst da unten. Komm hoch. Komm. Ich hab dir einen guten. Einmal den Hut weg. Und weg. Du bist gerade in einer Schaffenspause. 5 Picks benötigt. Ey, das Ding ist schweineteuer. Naja, nee, lass mal. So, schnell um die Ecke. Hallo, guten Tag und tschüss. So. Ach, scheiße, jetzt geht's ja wieder hoch. Ich wollte doch eigentlich nach unten. Da muss ich doch raus. Das Blöde ist, wir haben auch wirklich nur noch 2 Schuss in der Show. Ach, die Tür geht auf. Hallo! Aua! Nee. Und tschüss. Schnell hin, weil kann ich den Pfeil wieder holen. Gib mir den Pfeil. Ja. Sehr gut. 4 Schuss. Lenkrad. Aber ich weiß noch, dass die 3 Speichen, die dritte Speicher oder die 2, je nachdem, unten war. Sieht viel schöner aus. Hab ihn. Jetzt fehlt noch Väterchen Frost, dann haben wir's. Ich bin Väterchen Frost. Wo denn? Moin, Jeppo. Ah, ich muss auf dem Boden stehen. Ach, blöd. Okay, wir haben die Schrot. Jetzt können wir mal wieder mit der Schrot nachladen. Ach, sind eh nur 2 Schuss drin. Schade. Da hinten labert er. Wenn er sich mit mir anlegt, der kriegt das... Huch! Einer so schöner wie dich, lass ich mir nicht so einfach entgehen. Wo kommen die denn her? Sieh nur, was du mit ihm gemacht hast. Ja. Eine ehrliche Waffe. Ja. Und nochmal. Aua.
Schuss in der Schuhe. Das passt mir wieder gar nicht, gell? Hier ist aber auch wieder nichts, was wir holen können. Fahrstuhlmusik, bitte. Geht voran, Schätzchen? Ich muss zugeben, hier kommen leichte Zweifel. Und weshalb sollte mich das kümmern? Weißt du, meine Jungs lechzen nach Adam. Und direkt vor mir sitzt Adam. Eine ausgezeichnete Quelle. Wenn sie sie töten, kann ich nur hoffen, ihnen gefällt's hier unten. Lassen sie sich häuslich nieder, gründen sie eine Familie. Oder glauben sie, Andrew Ryan kommt und rettet sie? Na gut, aber denkt dran, man kann Little Sisters schnell abernten oder sehr, sehr langsam. Hau, hau, hau. Warum stinkt das hier? Das Gas. Knopf drücken. Nee. Wieso sind wir denn jetzt hier? Gasfalle sind mit einem Annäherungssensor ausgestattet und können so Gegner in der Nähe bewusstlos machen. Ich weiß. Was? Okay. Jetzt pass gut auf. Das ist Andrew Ryan auf der Bildschirm. Ryan hat die Formel. Das kannst du deinem alten Dad glauben. Wo ist mein Junge? Oh! Wo ist mein? Was? Zwei zum Preis von einem? Ah. Sie sagten, ich soll sie nicht mehr anrufen. Okay. Sehr mysteriös. Ich glaube, in das Zimmer sind wir gerade das fünfte Mal gelaufen. Wenig, was er aushält, was er so macht. Da oben blinkt's. Ein Irrtum, ein Kurzschluss. Wir haben nur Angst, den Markt seinen natürlichen Lauf zu lassen. Ist gut, Daddy, ist gut.
Ja, bist du blöd? Du schießt auf einen Daddy. Ich zeige dir nicht die kalte Schulter. Ein Verkaufsautomat. Was? Es hat geläutet? Oh nee. Kein Eve zu kaufen. Ich hab da Familie zu ernähren. Väterchen Frost. Damit kühlen wir Suchongs Maschine. Wir gehen mal wieder klopfen. Ja? Atlas sagt, ich soll hier Väterchen Frost abholen. Du bist noch nicht lange hier, oder? Wie kommst du darauf? Du bist die einzige von uns, die nicht stinkt wie das Reptilienhaus im Zoo. Beeil dich. Aber nur Väterchen Frost, wir sind hier nicht die Wohlfahrt. Aha. Hier ist so ein bisschen was, was man einsammeln kann. Also, Atlas meinte, ich soll rausfinden, wo wir am besten zuschlagen, wenn wir hier rauskommen. Aber
Das hängt natürlich davon ab, wann wir hier rauskommen, oder? Am 5. November? Da wird in Fort Frolic groß die Gründung Raptors gefeiert. Am Valentinstag, da ist Arcadia sehr beliebt. Und wenn es irgendwann um Neujahr rum ist, hey, dann können wir bei all den aufgeblasenen Fatzkes im Restaurant Cashmere die Korken knallen lassen. Visible Targets. Was druckst du da? Atlas. Ah. Mhm. Alles Verrückte. Hinweis an das Verkaufsteam. Wir akzeptieren keinerlei Ansprüche von Kunden wegen Verbrennungen, die sie sich angeblich in Zitat überhitzten 1958er Tauchkugeln zugezogen haben. Mhm. Dennoch hat unser Marketingteam beschlossen, im Rahmen einer Werbekampagne Flaschen mit Väterchen Frost zu verteilen. Es gibt aber keine Rückrufaktion für die 58er Modelle. Ich wiederhole, keine Rückrufaktion. Message received, Ryan. Wir gucken nochmal in den Verkaufsautomat. Willkommen im Zirkus der Werte. Nehmen wir Munition mit, ne? Kein Tausch, kein Geld zurück. Ach, habt ihr eben schon mal gesagt. Mhm. Sagt Ryan, dass es hier unten sehr schnell heiß wird. Dieser verfluchte Kobold baut eine regelrechte Armee auf. Wenn ihr mich fragen würdet, was ihr ja nicht tut, dann sollte man da eine Crew reinschicken und aufräumen, bevor diese Typen vor eurer Tür stehen. Aber was erwarte ich? Dass so ein Undercover-Fuzzi die Wahrheit sagt? Ich kann nicht mitreden. Was? Bleib cool mit Väterchen Frost. Ach, auf dem Schild. So. Letzte Notiz. Atlas, es wird ungemütlich. Ryan ahnt etwas und schickt Leute los, um das Kaufhaus zu durchsuchen. Schlage vor, sie verbarrikadieren sich mit genug Vorräten in der Manta Ray Lounge. In dieser Manta Ray Lounge scheint irgendwas zu sein, was ich mir anschauen sollte. Irgendwas mit den drei Flaschen. Und das Geheimnis. Alles klar. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Genau, was wir brauchen. Jetzt haben wir alles. Kriegst du die Reparatur jetzt hin? Klar. Quantenfeldgeneratoren habe ich schon im Kindergarten repariert. Quantenfeld. Unten war eingezeichnet drei Flaschen. Sam, der zum Henker ist. Das ist bloß zweite Garnitur. Mein Freund. Ich will Ihnen keine Versicherung verkaufen. Nein? Ich bin kein Versicherungsvertreter. Nein? Ganz und gar nicht. Was ich verkaufe, ist Seelenfrieden. Willst du dich auf die Gesellschaft freuen? Interessant. Du musst dein Licht doch nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Da ist noch ein Eingang, Jungs. Mädels. Okay, wir gehen da nochmal rein.
Also. Hat jetzt viel gebracht. Egal. Bin etwas verwirrt. Halt. Was irgendwie dieses Spiel gerade von mir will. Wir haben mehrere Sachen zu suchen. Optionale Sachen. Manche von den alten Nummern haben Staub angesetzt. Aber ich arbeite gerade an etwas Neuem. Pats! Irgendwie möchte ich zurück. Wir hatten dann noch so ein paar Sachen zu erledigen. Die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Oh. Wenn ich dich finde. Mach mal. Du zeigst mir die kalte Schulter. Nee, oder? Jetzt komm schon raus! Fuck. Das ist so ein Kältevieh. Ich bin der Einzige, der mit reif! Nein, nicht währenddem ich wieder nachlade. Bewegen wir uns wieder oben rum. Das ist die gute Möglichkeit im Moment. Oh, kurz hinter dem Daddy. Bleib hier! Wir können noch viel mehr aus dir machen. Ach komm, hör auf. Okay, Umtausch. Stroh. Irgendwas war hier in diesem Restaurant. Im Restaurant müssen wir die Maschine reparieren. Das ist korrekt. Aber wir haben noch zwei andere Sachen. Ist offen. Na komm. Ein Irrtum, ein Trugschluss. Ihr habt nur Angst, dem Markt seinen natürlichen Lauf zu lassen. Oh. Zwing mich nicht, ich schluck das. Was? Ich hab ein Traumangebot für dich. Empyrely, Baby. Wollen wir hier schon? Da waren wir doch auch schon. Sehr mysteriös gerade. Ich wette, der Täter ist noch irgendwo hier.
Hallo. Oh, nicht an mich an. Viel zu viel ungemütliches Zeug. Komischen Geräusche bin ich nicht gewohnt. Einfach entgehen. Also wo jetzt? Was? Ich hab nicht gesagt, dass du da hoch sollst. Ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Das ist außerdem der Ausgang. Zum Ausgang wollte ich nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich auch nicht. Was? Keine Kundenkontakte? Komm zurück! Kommst du jetzt links runter oder was? Oh. Oh. Seit wann geht die hier rein? Wer war das? Der hat ja eine Windel an. Süße, wir sind doch alle schon ganz aufgeregt. Komm raus. Durchs Glas gelatscht. Ne, sind die falschen Flaschen. Wenn er jemand Wohlhabenden so bezeichnet, der entschlossen und kompromisslos ist, gut, dann passt der Schuh. Ihr habt mich überführt. Seit wann ist denn das Ding am? Ah! Stimmt. Das ist es. Ständiges, unbekanntes Ausspielen einer Ehrbahngeschichte. Und hip. Und hip.
Irgendein Geheimnis an drei Flaschen. Zwei Flaschen, drei Flaschen. Da ist nichts. Anscheinend habt ihr was gegen Leute, die auf ehrliche Weise Geld verdienen. Ich dachte, manche werden wirtschaftsfreundlich eingestellt. Okay. Zwei Flaschen, zwei. Bestechung? Und dann soll man die Kerle, die auf dem Boden kommen, die vorstellen. Das ist sehr verdächtig an. Ja. Zack! Hätte nicht gedacht, dass es jemand schaffen würde, diese degenerierten Splicer unter Kontrolle zu bringen. Aber Atlas hat es hinbekommen. Nachdem Ryan uns hier hat einsperren lassen, dachte ich, das war's. Nur noch ein letzter langer Tauchgang in den Abgrund. Aber er hat uns wieder Hoffnung gegeben. Oder das, was man in Rapture unter Hoffnung versteht. Wenn einer nichts mehr hat, ist Hoffnung das Größte, was man ihm geben kann. Tach. Oder das Grausamste. Halt. Hat sie doch aufgemacht. Unsichtbarer Upgrade. Hab ich doch schon. Bring grad etwas. Drei Flaschen. Genau wie bei der kodierten Nachricht an Fontaine. Ja. Wirklich? Fontaine und Atlas. Verdammt. Es ist alles ein und derselbe. Eine andere. John, ich werde mich klar und deutlich ausdrücken, damit wir uns nicht missverstehen. Wo zum Teufel ist das Ass im Ärmel? Glauben Sie, Sie können Frank Fontaine übers Ohr hauen? Ich habe gutes Geld bezahlt für die neuesten Waffen. Ich werde diesen Krieg nicht verlieren, nur weil Sie jemanden gefunden haben, der Ihnen mehr bietet. Und eins kann ich Ihnen sagen, ich war noch nie ein guter Verlierer. Ja, ist gut. Ist gut. Ey, Palme. Sehr interessant.
Fontaine ist Atlas, Atlas ist Fontaine. Das wusste ich aber auch irgendwie schon im ersten Teil. So ist es ja nicht. Das ist das rausgekommen, ist das beide gleich sind. Aber wieso kriegen wir das jetzt wieder aufs Brot geschmiert? Und das wissen wir nicht. Und eben hat er gesagt, Profil gespeichert. Mahlzeit, meine Damen. Wir sehen uns vielleicht heute Abend irgendwann. Weil ich bin unterwegs. Mahlzeit! Schön in die Schüssel geknallt. Dankeschön. Tschüsschen!